Was geht ab, liebe Leute? Willkommen zurück zu The Witcher 3. Wir stehen ja jetzt hier immer noch vor Gericht, wurden verurteilt. Und ja, schauen wir mal, was jetzt so geht. Du weißt, dass ich das Geld nicht habe. Sofern die Burschen nicht viel leichter waren, als sie aussahen. Das ist mir durchaus klar. Ich zahle den Blutpreis selbst. Was? Das ist gegen alle Gesetze. Ich mache hier die Gesetze. Geh nach Hause, Leif. Wenn du mich wütend machst, knote ich dir diesen Sack Silber um den Hals und werf dich ins Meer. Was sollte das Theater? Wenn du einen Hexer anheuern willst, sag das doch einfach. Wäre billiger gewesen. Erzähl mal, Hexer. Hast du irgendwelche Ehre? Hab ich. Ich hab live in deinem Namen bezahlt. Du stehst in meiner Schuld, einer Ehrenschuld. Du tust, was ich sage, also hör genau zu. Mein Sohn Blaujung Lugos, er ist verschwunden. Weder um gegen die Schwarzen zu ziehen, noch um ein Kloster zu plündern. Wollte zur Höhle der Träume im Süden der Insel. Von dort ist noch niemand zurückgekehrt. Du bist klug und gut mit dem Schwert. Das ist eine seltene Kombination. Also sollst du ihm helfen. Ich brauche einen Erben. Einerlei, was er drauf hat. Nimm deine Sachen und tu, was ich sage. Oder verliere deine Würde und deinen guten Namen für immer. Du haust Lugos die Visage ein und rennst dann hier einfach so rum? Hey! Und schon belästigst du mich. Sie ausgeplündert. Hey, was geht's hier ab, ey? Ohne Scheiß. Hallo. Möchtest du mal... Hier ist alles... Waffen. Wie konnte es so weit Silica kommen? Ja, und ja, wenn ja es sie nicht hergibt, hackt ihr die Hände ab, die schwer... Laber mich nicht voll. Zeig. So, erstmal den ganzen Schund hier verkaufen. Alter, wie viel Stuff wir haben, ey. Krass. Weg damit. Das Schwert natürlich auch noch weg. So. Schauen wir ja irgendwas, was wir uns herstellen können, was ein bisschen besser ist. So, in Sachen Hosen. Ja, das ist alles viel zu hoch vom Level her. Hexerausrüstung, ja. Wäre ganz geil. Das sah immer noch am geilsten aus. Oh, was haben wir hier? Was haben wir hier? Achso, was brauche ich da? Greifenrüstung. Na toll. In den Stiefeln auch nichts Besseres dabei. Hammer. Einfach nur geil. Warum mache ich eigentlich, jetzt habe ich es gesehen, alles reparieren gleichzeitig. Oh Mann. Oh, gewinnt. Ich müsste eigentlich eine kurze Runde Gewinn spielen, das mache ich auch mal eben. Einfach mal. Mache ich das mit euch oder ohne euch? Ach komm. Ich weiß nicht. Ich habe Lust auf eine Partie. Oh.
So, Leute. Kurz den Pisser mal fertig gemacht, weil er dachte, er könnte mich besiegen. Was mache ich denn jetzt eigentlich? Was wollte ich doch eigentlich? Achso, ja. Mal gucken, ob der Gewinn spielt. Und jetzt machen wir. Was machen wir denn jetzt? Jetzt sind wir irgendwie schon wieder in die nächste Scheiße reingeritten. Da unten ist es. Das heißt, ich muss sowieso laufen. Super. Whee! Krasse Wachhunde, ey. Was habe ich da eigentlich überhaupt für eine Karte bekommen? Oh! Okay, nicht schlecht. Gar nicht mal schlecht. Bist nass. Ist dann auch gesoffen. Ja, Mann. Du, warte mal eben, bevor ich das vergesse. Achso, ja, vielleicht erst Meditation-Phase, dann kann ich wieder die Tränke reinballern. Auch mal, dass es Tage ist. So. Da sind die Tränke auch schon wieder. So, wo sind sie? Dort. Ach, Plötzlein. Komm mit. Na schön. Wir leben anständige Leute. Kann man nicht einfach hier querfeld ein? Ist es nicht möglich? Mal gucken. Doch. Ey, Alter, jetzt runter mit dir! Was machst du denn, ey? Das Pferd ist so scheiße dämlich, Alter. Ne? Runter mit dir! Reite doch mal, was ich. Und wo ich hin will, Mann. Auch den muss ich kurz abchecken, ob der Gewinn spielt. Ja, spielt er, sozusagen dein Angebot. Dann kann ich noch ein bisschen Stuff verkaufen hier. Eine Kohle hat der überhaupt? Ja. Zack, 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 hier weg. Nein, nein, nein! Die Schlüssel wollte ich nicht verkaufen. Weil zu Yennefers Gemach, da soll Mühe nur reingehen. Ist ja wohl klar, oder? Wenn sie einer ballert, dann wir. So, den mache ich auch mal ganz kurz platt, Leute. Moment. So. Heya! Wow, 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 wow. Wäre die Pflaume auch geschlagen, ich kann nämlich gar nichts mehr. Wie gesagt, mittlerweile bin ich einfach der Boss. Weiter so, Plätze. Ich glaube, das ist so nicht gewollt. Dann laufen wir einfach kurz hier hoch. What the fuck? Was ist das? Dann komm her, zeig dich. Wow! Wow! Beweg dich, Geralt!
Den Zauber wollte ich jetzt nicht machen. Das ist Schwachsinn. Das ist Schwachsinn, das schaffe ich nicht. Alter, töte dich noch. Alter Falter. Krasser Gegner, aber. Komm schon, Plätze. Kurz speichern. Falls ich sterben. Oh, da sind noch mehr von diesen Viechern. Sag mal, die Mission, die ich hier angenommen habe. Welches Level ist das überhaupt? 14 Uhr, okay. Das ist ja locker easy machbar. Was willst du? Ich will mit Blaujung Lugos reden. Hat man Töne? Mit Lugos reden. Sonst noch was, Streuner? Mit Freya bumsen? Wenn die geil ist? Ist mir recht, wenn ihr es hinkriegt. Ich krieg ein Messer zwischen deine Rippen und dich auf den Grund der Bucht. Jetzt zieh ab. Zwing mich nicht dazu, dir weh zu tun. Ich hab schon genug Ärger. Du willst mir Angst machen? Mir, Jorulf, Sohn von Ottmar, auch als Vielfraß bekannt? Hey, was soll denn das Gebrüll? Da will ein Fremder aufs Langschiff. Hat hier angeblich Geschäfte, aber... Lass ihn nur. Wenn er lästig wird, werfen wir ihn über Bord. Bis später, Jorulf, Sohn vom Vielfraß, oder wie das war. Mach dich niemals über meinen Vater lustig. Hat ruckel die Scheiße wie sonst was. Aus der Höhle kriechen, von der je ein Mensch geträumt hat. Was ruckelt es wie die Seuche? Was soll der Scheiß? Oh mein Gott. Haben wir es jetzt? Nee. Weil wir zu schnell angeritten sind? Kann das sein? Nee, oder? Nee, es ruckelt immer noch. Na gut. Guck ich ganz kurz mal meine Karte an, die ich gewonnen habe. Die habe ich gewonnen? Ne, warte mal. Doch, ich glaube schon. Mehr hatte der Pisser nicht? Alter. Voll die Standardkarte. Alter, was ruckelt das? Das ist ja nicht mehr normal hier. Ruhig jetzt. Weißt du, wann ich das letzte Mal Landratten auf dem Schiff hatte? Nein. Als ich Gefangene von Velen zum Sklavenmarkt in Nazair brachte. Jetzt sag mir, warum du hier bist. Dein Vater meinte, du könntest einen Hexer gebrauchen und ich schulde ihm was, daher... Ich hab ihm gesagt, er soll sich da raushalten. Ich komme prima alleine zurecht. Vielleicht stimmt das nicht ganz. Die Höhle der Träume, das soll ein gefährlicher Ort sein. Todesgefährlich. Darum will ich ja hin. Also gut, ich nehme dich mit. Sonst kriegt der Alte einen Anfall. Ich wollte gerade aufbrechen. Bereit? Was erwartet uns in der Höhle der Träume? Das hängt ganz von uns ab, denn... Ach, ich erkläre es später. Wir können los.
Ist es weit? Nur einen Steinwurf. Sammeln wir die Jungs und gehen rein. Bald wissen wir, ob an den Legenden was dran ist. Geralt, das sind die besten Krieger in meiner Mannschaft. Die kommen mit uns. Jorulf kennst du. Man nennt ihn Vielfraß. Tag. Und das hier ist Uwe Quasselström. Warum ist Uwe so still? Weil er keine Zunge hat. Was ist passiert? Hat er an einem gefrorenen Schwert geleckt? Nein. Er hat sie sich rausgerissen, weil er König Bran beleidigt hat, als er betrunken war. Jetzt kann er nicht mehr reden, aber er hat seine Ehre noch. Interessante Bräuche habt ihr hier. Erzählt ihr mir von der Höhle, bevor wir aufbrechen? Ich wüsste gern, wogegen wir vielleicht kämpfen müssen. Das kannst du nur selbst wissen. Die Alten sagen, dass man in der Höhle der Träume seinen größten Ängsten begegnet, die einen nachts schreiend hochfahren lassen. Es kann etwas sein, was schon passiert ist. Noch passieren wird oder auch nur passieren könnte. Ich frage mich, was ein Monster schlechter fürchtet. Doch genug geredet, Jungs. Zieht die Schwerter, los! Warum zum Teufel ist es so am Ruckeln hier die ganze Zeit? Ich will ja nicht sagen, dass es unfassbar scheiße ist und nervt, aber es ist unfassbar scheiße und nervt. Wenn ich vor etwas keine Angst habe, sind es nicht. Die sind nur der Anfang. Die erste Herausforderung wartet am Höhlenende. Voll das heftige Dungeon hier. Nein. Milfgard-Sahne. Kinder Milfgards. Die Schwarze, die Zweige und Rauch. Das Totem. Genau wo es sein soll. Jetzt essen wir die Kräuter. Warum sollten wir das tun? Um weiterzukommen. Dahin, wo die Albträume sind. So will es die Legende und so machen wir es. Was sind denn das für Kräuter? Was hat der Druide gesagt? Schierling, Mohn, Nachtschatten und Bilge. Bilsenkraut. Holla, das wird vielleicht ein Erlebnis. Gut, her damit. Nimm sie. Uwe, Jorulf, runter damit. Komplett. Ich fühle mich gar nicht anders. Du, Uwe? Du fragst einen Stummen nach seiner Meinung. Das kommt schon, Kumpel. Also los, gehen wir. Zeit, unseren Ängsten zu begegnen. Richtig auf Droge jetzt hier. Was hat der eine für eine Stimme bekommen? Guck dir den an, ey. Der sieht aus wie 70. Siehst du den Klingenrücken da oben? Der ist zu groß für einen Klingenrücken. Das ist ein Blauer. Ein Blauer? Bei der kurzen Schnauze? Die Kräuter haben dir wohl die Sinne vernebelt. Alter, richtiger Drogentrip. Da kommt der Blauwall wieder. Das ist unmöglich.
Ich sehe, dass du vom Kampf erschöpft bist. Setz dich zu mir, Sohn. Trink etwas mit. Erzähl von deinen Abenteuern. Danke, mein König. Wir... Ich trinke nicht mit dir, alter Mann. Und ich nenne dich auch nicht König. Runter vom Thron. Solange es deine morschen Knochen noch hergeben. Uwe, du kannst sprechen? Ich habe nicht, aber... Und wieder beleidigst du mich, Uwe Quasselstripp. Beim ersten Mal überließ ich es dir, dich zu strafen und deine Ehre zu retten. Aber jetzt, jetzt wirst du sterben wie ein Trall. Und die Aale werden deine Überreste fressen. Schlechte Idee. Oh ja, tanzen wir! Wenn den Kopf von Uwe Quasselstripp bringt, erhält das Kommando über ein Land. Zauberei, Hexerei! Der eine reagiert gar nicht. Ich muss erstmal wachkloppen hier. Alles klar bei euch, Jungs? Ey, sagt mir aber nicht, dass hier irgendwie in den Ecken vielleicht noch ein bisschen Loot steckt oder sowas. Ja. Na gut, Leute, ich würde sagen, hier machen wir erstmal einen Cut. Wir machen gerne beim nächsten Mal weiter. Seid dabei, wenn ihr Bock habt. Lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und wir hören uns. Haut rein. Tschüss.